Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde WePoly zusammen mit MG. Guten Tag. Und such den Eingang. So, Hier muss er jetzt aber wirklich sein. dass du absolut den Eingang nicht findest, das ist ja schon ein bisschen traurig. Ja, gefunden. Ja, Meine Güte. sag da jetzt einfach so. Nee, ist ja echt drin und das hier. Ja. Kann ich den Pilz gleich essen? Essen? Magen verdorben. Ihn ist schlecht. Welches Spiel war denn das nochmal, wo dann der Charakter gekotzt hat und du nichts mehr machen konntest für kurz? Waren das Conan? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß auch nicht. Würde aber passen zu Conan. War der Humor von Conan. So, ich mache mir jetzt zwei fucking Seile und dann mache ich mir einen fucking Schlafsack. Wäre vielleicht besser. Oh, Mais essen. Bin gespannt, ob wir unser Zeug überhaupt so schnell schnappen können. Wir werden es oft probieren können. Ich stelle den Schlafsack nämlich genau unten an der Treppe. Also genau da, wo Dingen steht. Ja, mal gucken. Ist halt die Frage, Jetzt sehe ich auch das Kupfer hier. hat sich Hab nur der nichts dabei, um das kaputt zu machen. ist jetzt die Frage, hat sich der Junge geheilt oder nicht? Glaube fast nicht. Glaube ich auch nicht. Die Gegner sind nämlich auch noch nicht wieder da. Hallo Grindun, ciao Grindun. Ja, ich habe auf Anhieb den Eingang gefunden. Läuft bei dir. Ja, so semi. Ey, da ist wirklich Kupfer neu gespawnt, oder? Ich habe es übersehen beim ersten Mal. Nee, ist neu gespawnt. Ist auch 1000 Mal in Höhle. Also ich hätte auch ein paar Fasern dabei. Vielleicht können wir ja jetzt die Rüstung und so. Stimmt, Fasern habe ich auch dabei. Jetzt, wo ist das? So, der Treppe nach oben. Der Treppe. Ich habe mich verlaufen. Da muss ich Bist du in hin. die Sackgasse reingelaufen? Ja. Wie kann man sowas machen am Gehen? Schämst dich eigentlich? Vor allem so eine Sackgasse ist ja richtig ekelig. Zweite Treppe nach oben? Vor allem, dass so viel Kupfer neu gespawnt ist. Mehr als vorher da war, so gefühlt. Ja. Der dritte Treppe nach oben. Also, da könnte ich mir zwei Kupferrüstungen machen. Bei mir eine machen, das wäre auch super. Du kannst dir gar keine machen. Du bist Level 1. Bin Level 4. Huhu. Trotzdem kannst du dir keine machen. Wahrscheinlich nicht, ne? Du kannst erstmal bandagen, das ist es. Ah, da ist die Treppe nach oben. Ich habe die Treppe nach oben gefunden. Ich bin ja nur noch 160 Meter von meiner Leiche weg. Läuft bei dir. Ich bin nur noch 70 Meter hinter dir. Läuft bei dir. Und du gehst zu Garotka. Ah, mal gucken. So, Oh. 195 Kupferbarren. So. Herstellen. Ich brauche 10 Seile. Herstellen. Dann brauche ich noch 5 Seile. Dann sagen wir es so, mein Sack liegt besser als deiner. Ja, dann ist gut. Meiner liegt so ein bisschen am Rand, deiner liegt mittendrin. Herstellen. So, Seile ohne Ende. Dann einmal Stiefel herstellen. Ich habe das Bett gar nicht platziert.
Ah, ich gehe gleich zurück, wenn ich alles hier gelootet habe. So. Schade, dass es keinen Button gibt, Take All. Ja, oder halt, dass man wenigstens mit Doppelklick so machen könnte. So Oder mit Komfort. Rechtsklick würde auch schon reichen, dass man Rechtsklick sagt, okay, nehme alles oder so. Oder nehme halt. Und nicht immer darüber ziehen. Am Ende geht's, nur wir wissen es nicht. Rechtsklick ist nur aufteilen und wegwerfen. Ich komme wieder runter. Ja. Hast du deinen Sack fertig gelootet? So, letztes Seil fertig, dann kann ich die Kupferbrustplatte auch herstellen. Baumpunkt gesetzt. Momento. Baumpunkt gesetzt. So, ich habe schon mal Kupferschuhe. Sind sicherlich sehr bequem. Gibt auch keine Blasen. Hört sich auf jeden Fall geil an. Helm habe ich mir jetzt keinen gemacht, da, ja, da ich einen noch oben habe. Ups, Kupfer sollte ich lieber ins Inventar nehmen. Ich habe So, keine Pfeile mehr. die Hose. So, wie gesagt, ich muss noch 20 Sekunden warten auf die Brustplatte. Komme ich zu dir hoch. Ernsthaft, ab Level 5 kann man erst Pfeile herstellen. Ah, es regnet schon wieder in der Höhle. Weiß doch, scheiß Wetter. So, Kupferplatte. So, alles, was wichtig sein könnte, ins Inventar von dem Ofen. So, ich gehe hoch und hole mir meinen Sack. Ich bin mir da nicht so sicher. Wo ist denn mein Sack? Der liegt da genau mittig, glaube ich. Hallöche. Genau das, ja. Könntest du ihn bitte ablenken? Ja, Moment, ich muss mir noch. Es war ein leerer Sack hier, ja, geil. Glaube ich, zu meinem Sack gelaufen erst. Ja, wo ist denn der jetzt? Hier. Boah. Ist der auf dich fixiert? Ja, ich glaube. Oh nein, er nimmt einen Stein. Ich hab alles. Wo geht's runter? Wo geht's hier runter? Fuck! Hier geht's runter, oder? Hier geht's runter. Ja! Hinab mit mir! Lauf, 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 lauf. So, Helm aufsetzen. Alles sortieren. Essen. No, easy. Ist er tot? Naja. Also die Frage ist dann auch beantwortet. Ob er dann stirbt? Ja, er stirbt dann. Nee, ob die Energie gereicht hat. Also ob sie sich das gemerkt hat. Na, dann mache ich dir nochmal schnell alles. Also ich brauche 15 Seile. Herstellen, Seile. 15 Stück. Zack. Einmal Kupferstiefel. Dauert alles ein bisschen. Ah. Währenddessen kann ich den Ofen schon mal wieder mitnehmen. Kannst auch den Respawn-Punkt absetzen. Amboss brauche ich noch kurz. Ich baue schon mal Kupfer ab hier. Ja, macht es. Wird man sicherlich dann auch noch mal brauchen. Gib's mir dann gleich einfach draußen. Ich baue schon mal Kupfer ab, auf jeden Naja, ich muss noch warten, bis die Seile durch sind, dass ich die Kupferbrustplatte in die Queue packen kann. Fall.
Die Brustplatte ist halt am teuersten von den Kupferbahnen her. Da brauchst du einfach mal Okay. 55. War ja schon früher so. Ja. Bei anderen Spielen. Brustplatten sind immer das teuerste. Auf jeden Fall. Dann Hosen und dann Hut und Schuhe tun sich meistens nicht so. Genau. So, herstellen. Kann ich den abbauen? So, ich komm raus. Du bist ja noch am Abbauen, oder? Naja. Mein Kleiner hat aber heute wieder Freude. Ja. Naja. So, Kinder sind auch noch leicht zu begeistern. Ah, der hat heute wieder so einen schönen Schwups gemacht. Jetzt läuft er wie ein Blöder. Also immer 4, 5 Schritte oder so oder 6, 8 oder jetzt nicht die Welt, aber das konnte er gestern nicht. Das ist halt immer so krass. Na. Ich schlaf mal eine Nacht drüber, dann kann ich's. Dann können die auf einmal sprechen und was weiß Ja, ich. irgendwie so. Und dann geht's richtig ran. Wo hast du eigentlich hingeschlagen? Auf das Kupfer jetzt, was da. Achso. Du läufst doch am nächsten schon wieder vorbei. Habe ich total übersehen. Dann helfe ich halt mit. Weiß zwar nicht, für was, dass wir so viel Kupfer brauchen. Wusste ich auch noch nicht. Bist auch Einfach an einem damit man es. vorbeigelaufen. Echt? Ja. Hast du ja gesehen, dachte ich mir. Genau. Musstest du haargenau. Ey, MG hat's gesehen. Ja. Der macht das schon. Links war die Sackgasse. Hier ist das Campfeuer. Hier ist Kupfer. Hier ist Kupfer abgebaut. Was denn? Nix Kupfer. Kupfer. Mein Schatz. Billiger. Du nimm zwei Zahlen, drei. Ja. Ist doch richtig so, oder? Man nimmt zwei und zwei, drei. Da ist Kupfer, machst du schon. Da geht's raus. Immer dem Fresh hinterher. Der weiß, wo es lang geht. Gucken wir mal, was Grin uns zu sagen hat. Ich kann es nicht glauben, blablabla. Wir müssen nun in den dunklen Wald, um zu sehen, was wir da tun können. Und dann nix. Also es gibt keinen neuen Hier, Questmarker. hier. Ach ja, danke. Aber das nächste wird irgendwann sein in den dunklen Wald. Ach, ich hab den Helm vergessen, oder? Ja. Wir können ja auch mal in den dunklen Wald gucken. Weil ich. Also, das ist immer noch der Questmarker. Okay. Naja. Kann auch gerade irgendwie nicht das anlegen. Nicht? Nö, ich kann die Rüstung nicht ablegen, die alte. Komisch. Ich habe zu wenig Fasern. Das dürfte hier draußen kein Problem sein. Ja, wahrscheinlich eher weniger. Ich meine, ich kann es gerade eh nicht anlegen, von daher. Finde ich halt komisch, dass du es nicht anlegen könntest. Vor allem, wenn du die anderen Sachen nicht mehr ablegen kannst. Auch nicht mit Rechtsklick ablegen. Nee, da geht gar nichts. Ich kann da nicht. Es ist halt blöd. Bisschen, ja. Meine, schön, das alles zu haben, aber ja. Müsstest du sterben? Wahrscheinlich ja. Oder du musst einen gewissen Level haben, um wieder die Kleidung ablegen zu können. Nee, das ist Schwachsinn. Hier dein Helm.
So, suchen wir uns jetzt eine schöne Gegend, oder? Ja, würde ich machen. Na, dann suchen wir mal. Folge dir noch fällig. Du wolltest mir folgen, aber ich folge dir. Oh mein Gott, Folgenception. Gehen wir mal einen Berg hoch, dann haben wir mal einen Überblick, was da. Mach vielleicht schon mal ein paar Holzbretter, wenn du eh noch Holz hast. Ich habe 266 Holzbretter. Ja, aber wer weiß, wie viel man gebrauchen kann später. Ja, und dann wird man Holzstämme brauchen. Das wäre ärgerlich. Ah, ich habe einen Holzstamm mitgenommen. Gleich so viel. Respekt. Wenn so ein Berg so eine ebene Fläche oben drauf hätte, wäre auch irgendwo episch. Oh, dafür müsste man den Baum hier fällen. Den großen hier. Naja. Geht leider nicht. Wäre lustig, wenn es jetzt ginge. Sehen Sie eine schöne Gegend, wo wir uns niederlassen könnten? Theoretisch da unten, wenn wir die Bäume fällen. Da unten. Ja, oder da rechts, so. Am Wasser da. Der Lagune hier so. Ah, da hinten Richtung Osten wäre alles relativ Naja, genau. flach. Ich sehe irgendwie gar nicht mehr Richtung Osten. Ich sehe gar nichts mehr. Wie habe ich das HUD ausgemacht? Das ist H, glaube ich. Option. Steuerung. Das Ist die war eine Frage. Taste. A ist es nicht, B ist es nicht. Habe ja auch komisch. Hase. Achso, H. Ich habe A verstanden. Ah, Z ist es. Ah, logisch. Wie auch immer ich jetzt Z gedrückt habe, aber okay. Also die eine Bucht da gefällt mir. Die ist relativ eben. Klar, wir haben da ein paar Bäume, aber pff, drauf geschissen. Die Ja, sind die gleich fällt weg. man hin. Die sind gleich weg. Die brauchen wir eh. Ja, natürlich. Wir haben Großes vor. Und vielleicht kann man ein bisschen übers Wasser bauen. Das wäre auch cool. So eine Bootanlegestelle. Die ganze Base auf dem Wasser gebaut. Riesenbase. Ja. Hallöchen. Hi, was geht? Müsst du nicht eigentlich bei Tag 4 in der Nacht ein Raid kommen von den Gegnern? Hast du gesagt? Da müssen wir fast Gas geben mit mit der Base. Ja, zumindest sollten wir einen Schlafsack aufbauen. Wäre vielleicht nicht falsch. Ja, sind wir momentan am Ende der Story. Ist ein bisschen schade. Ja, aber geht ja bald bestimmt weiter. Ja, ich glaube, der will erstmal auch erst eher die Bugs beheben, was er momentan hat. Bevor dass er irgendwie die Story weiter prügelt. Ist ja auch richtig. Dann können wir demnächst irgendwann mal vielleicht in die nächsten Biome. Bin ja dann gespannt, ob nicht immer, ob dann immer noch dasselbe ist. So, ja, Schrein finden, aufbauen und gib ihm. Oder ob sich da die Missionen irgendwann mal ein bisschen unterscheiden. I don't know. Oh, wo bist denn du gerade unterwegs? Hinter dir. Da hinten. Habt ihr noch den Gegner vom Hals gehalten? Ach so. Ja, ist eigentlich eine schöne ebene Fläche hier. Ja. Hier kann man definitiv sich niederlassen. Mal nur gucken, braucht man, um sich niederzulassen. Wie bitte? Was braucht man, um sich niederzulassen? Und so. Naja, ich stelle erstmal alles auf, was ich habe. Hast du eine Werkbank am Start? Ja. Ja, natürlich. Und da drin kann man ja schon mal andere Sachen mal sehen. Sägeblock, Holzdecke. Ich habe ja Okay, auch man braucht noch. immer Holzscheide, aber auch Holz andere Sachen. Ich habe eine Kiste, habe ich. Ja, die Kiste ist halt ein Witz. Machen wir einfach ein paar Holzfundamente schon mal. Ja, mach mal. So, den Schlafsack könnte ich noch setzen.
Spawnpunkt gesetzt. Wo habe ich noch so viele Holzscheide gerade? Gar nicht. So, ich schlage schon mal ein paar Bäume. So Ah, ich sieht's mach auch. aus. Helf hier beim Plattmachen. Im Übrigen, du darfst die Abmod machen. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Gaming Ninjas vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao! Ciao!